Hallo zusammen und herzlich willkommen hier beim Produkttester-Kanal. Es gibt was Neues aus der Star Wars Black Series Edition. Los geht's! Ja, ich habe einen neuen Helm bekommen aus der Star Wars Black Series Edition, Collection, wenn man so will. Und zwar geht es hier um diesen Artillery Stormtrooper. Ja, Artillery Stormtrooper. Ja, Stormtrooper-Arten gibt es ja wie Sand am Meer, sage ich mal. Da kommen immer wieder neue dazu. Natürlich auch ganz schlau von Hasbro, dass man natürlich hier immer auf die alte Form zurückgreifen kann. Aber ja, was soll man machen? Ist ja bei dem Imperium war es ja gleich. Man hat ja die Uniformen immer wieder weiter verwendet. Okay, schauen wir uns mal diese Version dieses Stormtroopers an, also dieser Artillery Stormtrooper. Die Verpackung ist wieder typisch aus der Black Series, schön bedruckt. Hier vorne auch wieder ein Bild des Charakter, ja, alles immer so englisch hier. Und dann hier verschiedene Sichtweisen auf diesen Helm von verschiedenen Blickwinkeln. Und hier oben auch bedruckt. Ja, innen drin wieder eine Anleitung, wo Batterien reinkommen. Aber das kennt ihr ja schon. So, mal kurz auf die Seite. Jetzt geht es um diesen Helm. Artillery Stormtrooper habe ich schon erwähnt. Ich zeige euch so ein bisschen hier, dass ihr mal so komplett sehen könnt. Ich mache noch einmal den Fokus, dann könnt ihr euch von der Nähe zeigen. Ist wieder ein typischer Helm, er ist dreiteilig, also man baut das vordere und hintere Teil zusammen und dann kommt oben dieses Kopfteil drauf. Diese Art der Stormtrooper kennt man aus der Serie The Mandalorian, sind auch so, ja, wie so Art Mörsertruppen auch, wo so Mörsergeschosse dabei haben und sind vom Galaktischen Imperium natürlich und die haben so mobile Mörsergeschütze immer dabei gehabt. Müsst ihr mal gucken in der Serie, da sieht man die mit diesen typischen gelben Bemalungen hier. Und die wurden zusammen mit einigen anderen Stormtruppen auf Tion eingesetzt, wo dann auch der Din Djarin, also der Mandalorian, der Grogu sich aufhielten und wollten eben dann diesen Grogu entführen, was ja dann diese Dark Trooper mehr oder weniger auch geschafft haben. Und man hatte ja damals schon Angst, oh, was ist mit dem Grogu los und so weiter. Also das Modell ist identisch mit diesen anderen Stormtroopern, kommen ja, je nachdem wann ihr das Video seht, habe ich schon welche veröffentlicht oder es kommen noch alle, ja, es kommen alle Stormtrooper-Versionen hier auf dem Kanal, könnt ihr euch angucken. Ansonsten haben wir hier wieder diesen typischen Stimmverzerrer, den kann man hier an der Seite aktivieren. Unten ist er wieder, ich mache ihn jetzt mal für euch den Fokus etwas hier ein bisschen flexibler, kann ich ihn euch mal schön von der Nähe auch zeigen. Also hier sieht man auch die Verarbeitung, die Farbe, ja, sehr schön gemacht. Es sind auch wieder künstliche Alterungserscheinungen eingebaut, also man sieht hier zum Beispiel diese Lackabplatzer hier vorne, dann wieder die Verarbeitung oben mit diesem, ja, mit diesem Helm-Endstück oben drauf, also mit dieser Eierschale, sage ich mal. Es ist ja genauso wie die anderen Stormtrooper-Helme eben auch. Hier innen haben wir wieder den entsprechenden Riemen, wo man dann die an die Kopfform anpassen kann, dass er einfach gut hält auf dem Kopf. Und hier vorne ist wieder dieses Stück für den Nasenrücken, damit der Helm eben vorne nicht so runterkippt. Und ja, dann kann man den quasi aufsetzen, logischerweise, ja, einen Helm kann man aufsetzen und aktiviert hier an der Seite den Stimmverzerrer. Ja, kann man hier aktivieren. Ich habe jetzt hier, ich muss gerade mal gucken, Batterien, glaube keine drin, deswegen kann man ihn hier nicht aktivieren, aber das ist genau das gleiche Stimmverzerrer-Ding wie bei allen anderen Stormtroopern auch. Deswegen kann ich euch das jetzt auch ja, ersparen, das hier nochmal vorzuführen. Man macht eben an, dann hat man diesen etwas leichteren, verzerrten Stimmensound, wie man es halt so ein bisschen aus den Filmen kennt. Und ich setze auch gerne mal für euch auf. Ja, ist also im Prinzip einfach, passt eigentlich der Kopf von auf. Man kann auch gut ja, ich denke für Brillenträger bedingt geeignet, weil man auch relativ wenig Platz hat. Aber ja, es hat ja nicht jeder so einen riesen Kopf wie ich. Also von dem her glaube ich, dass es mit Brille auch möglich wäre. Ich zeige euch die mal von verschiedenen Seiten, Blickwinkeln, wenn man so sich so bewegt, wie er dann so aussieht. Gefällt mir sehr gut und ist natürlich auch wieder einer aus dieser Rubrik. Wenn man Sammler ist, muss er einfach dabei sein. Ja, wenn es ihn gibt, muss man einfach haben. Ich bin da einfach so, ich bin halt so ein Sammler, ja, so ist halt einfach meine DNA gestrickt. Da komme ich manchmal nicht raus. Und ja, dafür gehe ich vielleicht ein, zwei Mal weniger oft weg und habe mir dann dafür diesen Helm. Habe einfach Freude daran. Und alle, die diese Videos schauen von mir, die werden ähnlich ticken wie ich wahrscheinlich.
Bevor ihr euch diesen Helm kauft, möchte ich euch einfach hier in den Videos mal zeigen, wie er denn so in der Realität aussieht und nicht nur auf Bildern, wo man halt im Internet so sieht, sondern das könnt ihr euch den Helm mal so ein bisschen angucken. Und ich verlinke euch den Helm übrigens in der Videobeschreibung. Wenn ihr den kaufen wollt, könnt ihr das gerne tun. Die Kosten. Also, das ist immer schwer zu sagen. Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt in den Videos, was die Helme angeht. 160, 180 Euro habe ich ihn schon gesehen, teilweise 140. Guckt da bitte mal, mein Tipp an euch, schaut mal an diese Cyber Monday, Black Friday Dinger mal rein. Da sind die meistens immer, wenn ihr Glück habt, reduziert. Da habe ich meinen auch her. Und ja, gibt der Bus nicht zu viel aus, weil dann darf ich vergessen, es ist ein Kunststoffhelm. Und im Prinzip ist es eigentlich der gleiche Stormtrooper-Helm wie der erste Stormtrooper-Helm, wo es einfach ein bisschen anders lackiert. Aber es muss jeder für sich entscheiden, was ihm das wert ist und was nicht. Ja, ja, das war es eigentlich hier von diesem Helmchen hier. Ich habe ihn euch gezeigt. Wir messen ihn aber noch aus, wichtig für eure Vitrine, was der für Abmaße hat. Und natürlich kann man es am besten ausmessen mit meinem Original-Produkttester Meterstab. Macht wohl Spaß. Also, wir haben hier eine Höhe, 28 cm, 27 cm circa. Dann haben wir hier eine Tiefe von 31 bis 32 cm und eine Breite, messen wir mal da hinten aus, von 28 bis 29 cm. Also wenn ihr das ins euer Regal einpassen wollt, müsst ihr mit diesen Regalgrößen, diesen Fächern einfach rechnen, damit der halt auch reinpasst. Und ja, ansonsten haben wir hier unten noch Gummi, ja, ist noch gummiert, hier oben am Kopf auch. Von dem her, ja, ist es ein klassischer Truppler-Helm, sage ich mal. Außer dass der halt Artillery heißt, Artillery Stormtrooper. Ja, ich danke euch, dass ihr zugeschaut habt. Wir sind am Ende von diesem Vorstellungsvideo. Wir haben es ausgemessen, ich habe euch ein bisschen gezeigt. Müsst ihr entscheiden, ob euch gefällt. Mir gefällt er natürlich wie immer sehr gut, weil er einfach in meine Sammlung einfach gut reinpasst. Ich wünsche euch eine richtig tolle Zeit. Habt eine richtig coole Zeit und gerne auch mit Star Wars oder was auch immer ihr gerne seht. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Lasst mir doch ein Like da oder schreibt fleißig Kommentare. Von mir aus auch bitte alles. Aktiviert die Glocke, dann vergesst ihr nichts, wenn ich ein Video hochlade. Wie gesagt, jeden Mittwoch gibt es hier ein neues Video. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, ciao, euer Thorsten.